Geht das hier so schnell? Warte mal kurz. Ah, wir müssen da, glaube ich, sogar. Wir müssen hier lang, ne? Wir müssen zur Kreuzung. Ab zur Kreuzung! Let's go! Ja, Kreuzung. Nice. Alright. Hier so ein paar Spucker. Level 53, ich bin 57. Trotzdem machen die einen krassen Damage. Hier sehen sie auch nur wie sonst was. Mach mal. Was sind das jetzt für Gegner? Das sind doch nur die Kleinen. Machen die so viel Damage. Oh, Damage. Okay, platzieren wir mal den Götzen. Schrein steht vor dir. Die Kerzen brennen, aber ihm fehlen Götzen oder Tribute. Hat uns Götzen im Schrein platzieren. Und jetzt? Ah, so, okay. Sollen wir zu dem zurückkehren? Gut. Mal nachher. Wir müssen eh nochmal zurück. Ich dachte, wir würden jetzt so einen Götzen bekommen, Mann. Das ist ja doof. Würde interessieren, was das jetzt für ein Schrein war. Das würde mich wirklich interessieren. Und vor allem, warum kriege ich gerade so exorbitant viel Damage? Das ist auch eine sehr gute Frage. Oh. Eine Ruhe. Nice. Was haben wir denn da? Ein Schlüssel zum temporalen Sanktum. Geil! Ich glaube, wir machen heute nochmal zum Schluss. Bevor wir aufhören, machen wir noch einmal den anderen Dungeon. Mal gucken. Ob wir damit Erfolg haben. Oder ob wir wieder kläglich scheitern und wieder diesen Bug bekommen. Der eigentlich gefixt sein soll, wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob er das ist. Da bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher. Okay. Da geht's nicht her. Dann einmal nach oben. Geht es lang. Irgendwie sieht das auch so ein bisschen wie Sackgasse aus, habe ich das Gefühl. Ist das ein Ambush oder so? Oh. Da sind vielleicht schon so ein paar andere vorhanden. Will nichts sagen, aber. Ja. Rest in Peace und so.
die sind, glaube ich, alle gone. Und es war nicht meine Schuld. Auch wenn ich wieder Körper hinterlassen habe. So. Was haben wir jetzt hier? Was willst du hier? Tele-G, der Händler. Du siehst mir wie jemand aus, der durchaus fähig ist. Könntest du mir vielleicht helfen? Ja, was ist dein Anliegen? Danke, dass du mich anhörst. Vor einigen Tagen hat sich mein Partner aufgemacht, die Dünen zu durchqueren, um einen neuen Weg für unsere Handelsroute auszukundschaften. Er ist immer noch nicht zurück. Warum nehmt ihr nicht einfach den üblichen Weg? Weil die Schuppenbahn uns dort auflauern. Sie erwarten entlang des Weges auf uns Händler, um uns zu auszunehmen. Wir können nichts dagegen tun, wenn wir nicht tot im Graben landen wollen. Okay. Jemand zum Schutz anzuheuern ist kaum besser. Die verlangen so viel, da weiß man nie, ob man am Ende überhaupt noch Gewinn macht. Okay, du willst wirklich viel Gewinn machen? Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich bin ein Realist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Woche überlebt hat, ist gering. Ich will nur wissen, was ihm zugestoßen ist. Okay. Wenn du seine Überreste findest und meinem Geschäftspartner in der Stadt bringst, was noch von seiner Ware übrig ist, dann erhältst du deine Bezahlung. Ich kann per Botenfalke darüber in Kenntnis gesetzt werden, was du gefunden hast. Dann werde ich die Augen offen halten. Stay safe. Stay safe. Ja, ja, mal try, ne? Okay, Haken. Hi. The Ospreys would destroy the crossroads. Ja, doch. Sorith Kaar doesn't have a standing military. They're here on Raya's orders. Is that what he wants? Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, das ist jetzt eine neue Quest. Weil ich dachte, wir sollten die alte auch noch abgeben. Aber naja. Ich glaube, das ist nur ein Symptom von Raya's Verlangen. I wonder, have I been blind to it? Have the gods always been this way? Die Vergangenheit nicht loslagen, würde ich nicht weiterbringen. Du wusstest es nicht besser? Jetzt schon. I suppose you're right. Please, take care. Was wirst du jetzt tun? I'm not sure. So much of my life was devoted to Lagon. And now... Schon eine Idee? No, not yet. And I think that's okay. Wie kommst du mit den beiden zurecht? Don't you worry about me. I'll be fine. Things will turn out how it's supposed to. Okay, gib gut auf dich acht. Und dann noch die gute Julia. I suppose dodging Osprix is off the table now. Fortunately, there's another path, but that puts us in Scalebane territory. Jo, ich denke, wir tauschen Probleme gegen ein anderes. Take my chances with them. The Osprix are taking more territory as we speak. Okay, wohin soll die Reise gehen? River that heads straight to Majelka. That should get you close to the city. Okay. Unfortunately, you'll go alone. There are a few things I need to take care of here. Okay, was weißt du über Schuppenbahn? News. Once they hated the Nagasa rule and formed a resistance. They eventually became corrupt themselves. Oh, shit. I am not sure. They started by asking the public to pay for their services. Asking became demanding. Now they're no better than Nagasa. Citizens are trapped between two evils. Okay, was machst du in Soretaka Dingsbussen? They don't come cheap. There's also the issue with the Nagasa. I must declare our arrival. Why? I'm chieftain. It is what I must do. Okay. I also want to ask about their traders. If we keep them safe, we can leverage that. Okay, jop, du hast wirklich an alles gedacht. It is part of being chieftain. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Dann mach du das ganze Diplomatie-Zeug, hilf mir kein Stück und ich mache den ganzen und ich mache die ganze Arbeit. Alright, gar kein Problem. Julia, ich mag dich auch. Das musste ja mal gesagt sein. Okay.
Der ausgetrocknete Fluss. Ich glaube, der hat auch keine Abzweigung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das darf er jetzt wie auf die Uhr gucken. Mal gucken, wie spät das ist. Macht die Uhr wieder weg und denkt sich so, fuck, wie viel Uhr war es jetzt? So. Guck mal. Das ist das temporale Sanktum. Dass wir von wo nochmal erreichen konnten? Wir hatten doch irgendwo, war das im, das war im Zeitalter des Ruins, oder? Ja, hier. Ja. Da können wir das erreichen. Holy shit, das ist halt noch hier das ganze Ding da, ne? Das ganze Ding da. Gut. Also ich glaube nicht, dass wir heute noch mit der Story fertig werden. Das scheint mir ein wenig utopisch. Ich wollte zwar ein bisschen mehr machen, aber holy, das No. Ah, das ist dieser vermaledeite Gift-Damage, ne? Wir haben natürlich keine Giftresistenz. Okay, wir haben den Rucksack gefunden. Wir haben zumindest den Rucksack gefunden. Okay, unser Charge funktioniert schon wieder nicht, weil schon wieder da so eine Höhe und so ein Shit drin ist. Okay, der ist nicht gut dran. Wer ist der Händler? Der Leichnam des Händlers liegt im Flammen des ausgedrungenen Flussbetts und ist übersät mit seltsamen Brandwunden. Was könnte sie verursacht haben? Man weiß es nicht, ne? Okay, hallihallo, was bist du denn für ein Boy? Jetzt mal kurze Frage, der hat wirklich... Der hat Feuerdamage gemacht, der Skabe. Ich meine, der hat nicht lang genug gelebt, dass wir das gesehen hätten, aber... Warum mehrere Stunts hintereinander? Seht ihr die Kiste? Aha. Seht ihr? Schönes Gebiet. Angenehmes Gebiet. Das war doch jetzt schön knackig und kurz. Sehr schön. Okay, nicht wieder zurück, ne. Oh, noch mal eine Kiste. Scheiße, noch Götze. Hier haben wir noch kritische Treffer. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Aber hier unten bestimmt. Port, den nehmen wir immer gerne mit. Immer für einen Port zu haben. Brennelt. Prozent Schadensreflexion. Das ist ganz geil, weil die machen nämlich mittlerweile schon richtig guten Damage. Was ist alles, wenn das so ganz viele kleine Drecksviecher sind?
Okay. Gehen wir erstmal hier unten lang. Huch! Hallihallo! Ich wusste gar nicht, dass ihr lebt. Ja, schön dich kennenzulernen, Schwarmhüter. Oh mein Gott, was ist er denn da? Junge! Gönnst du aber auch, hä? Do you like my pets? Ja, klar mag ich die. Wenn du mir jetzt noch was Sinnvolles gedroppt hättest, wäre sogar noch cooler. Den haben wir hier. Wer bist du denn? Zarek? Zarek! Nee, oder? Nee, das ist jetzt aber nicht der Dude vom Imperator, oder? Das ist jetzt aber nicht der Dude vom Imperator. Hä? Wer ist dann der Imperator? Da muss das doch auch einer von Majeka sein. Danke. Wir sollen nur sagen, warum sie dich eingesperrt haben. Oh ja, klar, natürlich. You happened to come by and made that plan irrelevant. Besides, I didn't want to try my chances with so many of them, if I didn't have to. Ja, ja, klar. Glaube ich dir gerne. Aber erklär mir, warum du in dem Käfig warst. Perhaps I'll tell you along the way. I presume you're headed towards Majelka as well. Ja. Ja. Well, if you are, I may be able to lend a hand. You're obviously able to handle yourself just fine. But I know my way around the dunes, and I have connections in Majelka. Okay. You helped me. Let me return the favor. In Ordnung. Ja, natürlich. Let's go. Mal gucken, was er so kann. Er hat auf jeden Fall zwei Schwerter. Hört sich schon mal gut an. Macht sogar was. Oh mein Gott. Fucking Julia, nimm dir ein Beispiel an ihm. Oder hier Aldrich. Aldrich könnte sich auch ein Beispiel an dem nehmen. Der useless Mage. Oh Gott. Wie viele Nester wollt ihr haben? Hallo? Und tschüss. So, mein Inventar ist noch gar nicht so voll. Aber erstmal alles verstauen. Okay. Betritt das Grab, das in den Dünen verborgen ist. Wir müssen aber auch noch da lang, ne? Komm, gehen wir da mal rein. Mal gucken. Zarek ist ja bei uns. Was kann schon passieren? Aha. Untold level of wealth. Okay, können wir das ganze Gold bitte mitnehmen? Ich will jetzt hier 1 Million. Please. Wenn hier nicht 1 Million rausspringt, dann bin ich aber mad. Komm schon. Oh, oder so, oder so. Okay, okay, okay. Okay. Dann kriegen wir noch einen Schlüssel. Dann können wir einmal mehr verkacken. Auch okay. Auch okay, auch okay. Geht's hier noch weiter? Haben wir hier noch Kisten oder so? Nee, hier geht's irgendwie raus. Dann reden wir mal mit dem Dude oder was das heißt. I'd love to clear them out at some point, but we've got far too much to do right now. Was hat
Was habe ich da jetzt aufgesammelt? Was war denn das? Hallo, liebe Gegner. Es wäre lustig, wenn wir hier jetzt noch auf der anderen Seite rauskämen. Oder da einfach noch so ein Boss ist, der noch so einen geilen Shit droppt. Okay. Komm hier nochmal raus. Oh, da. Oh, sehr schön. Die haben mitgedacht. Die haben. Das ist natürlich wieder nichts für uns, aber. Nice. Einfach was er hat, ist gedroppt. Geil. I take it. I take it. Auch wenn es nur Blitzschaden ist. Okay. Wir sind uns hier wieder sehr groß und vor allem, was wieder am allerbesten ist, leider, ist, dass die Farben wieder extrem gut zur Map passen. Also die Umrandungen der Map. Die passen ja wieder richtig gut. Okay. Hier können wir noch hochgehen. Ich glaube, ich muss echt mal gucken, dass mein Kanalisieren ein bisschen weniger Mana verbraucht. The Nagasa rule over their people and do nothing to help them. Nice, schön, Truhe. Auch eine Truhe. Ja. Rune der Entfernung. Are the only redeemable ones, but not by much. Okay. Gibt's eine Rune? Nee. Rune der Entfernung. Entfernt ein Zufall. Achso, ja, ist ein zufälliges Affix, ne? Ich hätte gerne Runen, die wirklich ein spezifisches Affix entfernen können. Das wäre geil. Gehen wir mal da, noch da oben lang. Falls man es sehen kann auf der Karte, aber es ist immer sehr schwierig. Aber ich meinte hier oben lang. Da waren wir theoretisch quasi schon mal. Nur halt in der Vergangenheit. In der Zukunft? Kann auch in der Zukunft gewesen sein. Ich glaube in der Zukunft, in der Vergangenheit nicht. Wir sind ja gerade quasi gerade in der Vergangenheit. Noch weiter zurück und wir wären wieder bei den Dinos. Oder? Ja. Gut, also wir müssen da oben hin, deswegen gehen wir erstmal da so runter. Erstmal hier so runtergehen. Hier sind wir, glaube ich, rausgekommen. Aber wir haben einfach nur ein Relikt gefunden. Kann das sein? Ich lese das hier gerade rechts auf dem. Bei unseren Aufgaben. Aber wir haben einfach nur ein seltsames Relikt gefunden. Weg mit euch! Oh, wen haben wir denn da?
Und da ist er schon tot. Ist das hier auch so ein Rundelding? Geht's hier rund? You're dead. Ja, das glaube ich ja weniger, denn du bist dead. Bye bye. Eine Truhe. So sieht's nämlich aus. Ich die Drohnen übersehen. Nice. 58. Okay, ich glaube, die Level gehen so langsam ein bisschen langsamer. So langsam, ein bisschen langsamer. Das ist auch sehr gute Beschreibung. Man kriegt nicht mehr so viel XP, habe ich das Gefühl. Oh. Etwas Rotes. I'm not a man of many pockets. Hä? Ja, dann übertrag das da mal. Kannst du den da auch noch mitnehmen? Ach, Mann. Aber den kriegen wir nicht auf den. Den kriegen wir nicht so wirklich auf den Helm da drauf, ne? Wir bräuchten so einen Helm. Wir bräuchten halt so einen Helm, wo wir skillen können. Das wäre geil. Einfach so einen Helm, wo wir skillen können. Oder beziehungsweise noch einen Affix draufpacken können oder so. Oder den ändern können. Okay, da haben wir jetzt vollständig reingeskillt. Ich bin jetzt gerade am gucken. Ja, wir haben hier theoretisch noch ein bisschen was. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Dann nehmen wir den Zerik und bringen den mal nach Majelka. Schön in den oberen Bezirk. Ach ja, als wir noch mit Aldrich hier waren. Ne? So, Zerik einfach instant gone. Auch schön. Es laggt ein wenig. Ja. Holy. Hier sind viele Leute unterwegs, wie es aussieht. Holy moly. Ja. GG und so. Bist du auf mich zurückzubuggen? Hallo. Ein Step nach dem anderen. Okay. Danke. So. Hm? Wer bist du denn? Alban. Endlich wird sie interessant. Bleibst du hier, um das mitzuerleben? Definiere interessant. Man sagt, dass die Schuppenbahn wohl etwas vorhaben. Vielleicht haben sie Händler auf ihrer Seite, die genug davon haben, dass sie Nagasa die Wüste im Würgegriff halten. Haben sie vielleicht mit neuer Ausrüstung ausgestattet? Und du erzählst mir das, weil... Wenn du dich mal umhörst, wirst du feststellen, dass fast alle hier so denken wie ich. Die Schuppenbahnen sind zwar auch nicht das Wahre, aber sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Okay. Es gab eine Zeit, da sind wir Menschen spurlos verschwunden, wenn sie sich gegen die Nagasa wehrten. Aber ich habe das Gefühl, das wird bald nie wieder passieren. Steht wohl im Umbruch vor. Farewell. Farewell. Yep. Too long have we all been bound by the chains of fate. I will shatter them. Along with who would seek to bind me, freedom will be our future.
my future at any cost. What? War das das Orakel? War sie das Orakel? Aber ich glaube eher weniger. Sehr. Wenn ich hier wäre, würde ich hier schnell alles erledigen, was ich erledigen muss. Und ebenso schnell wieder von hier verschwinden. Es wird immer gefährlicher hier. Und wieso das? Ah, es wäre leichter, wenn du mich fragen würdest, wieso nicht. Okay. Die Schuppenbanden haben beschlossen, sich jetzt endgültig nicht mehr als edle Banditen auszugeben. Stattdessen kam es zu einer friedlichen Übernahme. Sie haben sich die Slums und die unteren Bezirke unter den Nagel gerissen, während sich die Nagasa im Tempel einschließen. Okay. Bislang haben sie sich geweigert, auch nur eine einzige Frage zu beantworten. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier im nächsten Monat oder so bald ein handfester Krieg ausbricht. Okay. Farewell. Okay. Was haben wir hier? Ein wegbangenden Dings? Hallo Reisender! Wie immer ein geschäftiger Tag im Juwel der Wüste, trotz allen Ärgers. Was kannst du mir hierüber erzählen? Ihm das Relikt zeigen. Oh, nice. Oh nein. Mit Gabriel will ich nichts zu tun haben. Ich werde dir nur zu gerne sagen, was ich von deiner Sorte halte. Okay, beugt sich zu dir und flüstert. Ich kenne Davin in den Slums von Majeka. Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Abgemacht. Danke, Bro. Can I help you? Ärger? Ah, wollen wir anfangen, dass der Tempel von Majasa für die Bevölkerung gesperrt wurde? Dass die Nagasa nicht einmal mehr so tun, als würden sie uns beschützen und die Straßen stattdessen den Schuppenbahnen überlassen? Dass sich Riots Streitkräfte Gerüchten zufolge an unseren Grenzen sammeln? Ah, aber lass dich nicht von meiner Schwarzmalerei stören. Du bist geschäftlich hier, vermute ich. Ja, ich bin geschäftlich hier, klar, natürlich. Wir haben erstmal so einen Feuerball, den wir keine Affik hinzufügen wollen, sondern wir wollen das hier zerschmettern. Danke. Und dann wollen wir noch ein bisschen Shopping betreiben. Ja. Ich glaube, wir haben echt... Also, wir haben schon richtig cooles Zeug. Intelligenz-Dingen hier. Aber wenn wir noch so ein... Wenn das noch so was Cooles mit... noch das Cooles mit Elementarschaden oder so bekommen würden, das wäre echt nice. Jetzt mal den da rein. Dann haben wir noch erhabene Sachen. Und unsere Keys. Nice. Also, was willst du denn? Belia, die kennen wir doch auch, oder? Miss Jäger war für mich schon immer ein kleines Paradoxon. Inwiefern? Naja, schau dich doch mal um. In Bezug auf die Einwohnerzahl haben wir hier die meisten Obdachlosen weltweit. Und wir packen sie alle in Slums mit furchtbaren Häusern. Okay. Die Leute hier müssen jeden Tag kämpfen, nur um überhaupt überleben zu können. Ein paar Bezirke weiter oben jedoch läuft man auf Straßen aus Gold. Wortwörtlich. Ich habe mehrmals gesehen, wie Wachen Menschen abgeschlachtet haben, weil sie versucht haben, Edelsteine aus Gebäuden zu reißen, um ihre Familie zu versorgen. Ich befürworte keinen Diebstahl, aber diese Menschen haben keine Wahl. Ja, an diesem Punkt angelangt geht es nur um nackte Überleben. Naja. So. Was it just me or was that speech? Ach, sie ist hier. I don't know much about their customs, but it is the first time I've heard of their temple being closed. Okay. Wer war denn das auf dem Balkon? The vessel maiden, Apophis. She aids Majasa with little power of her own. Doch nicht das Orakel. The authority lies with Majasa herself and her diamond matrons. Apophis is a figurehead and, according to rumors, a sacrifice. Okay. Was hat sie mit dem Opfer auf As sich? The rumor goes, Vessel maidens are sacrificed to rejuvenate Majasa's power. And if that's true, the sacrifices are older than the city itself. Okay. It is not my place to speculate. But if the rumors are true... Ja, dann... Sag mir doch! Was ist, wenn die Rumors are true sind?
Rede war besser als die letzte, aber die neue Gefäßmail beeindruckt mich immer noch nicht. Was beim letzten Mal passiert. Das war eine Katastrophe. Einige von uns fanden es gar nicht so schlecht, wie die Nagasa reagiert haben. Wenn das die Alternative sein soll, naja, dann ist es kein Wunder, dass die Leute den Glauben daran verlieren. So schlimm war es so sicher mal nicht. Man muss es selbst erlebt haben. Aber es war das reinste Chaos. Sie wirkte, als wüsste sie gar nicht, was sie sagen soll. Sie hat sich andauernd verhaspelt. Und dann konnte sie ihrem Volk kaum in die Augen blicken. Ich habe noch nie von einer so respektlosen Gefäßmaid gehört. Die jetzige war zwar merkwürdig, aber besser als die letzte. Ich nehme dich beim Wort. Krass. Was hast du da? Itolo, der Händler. Ah, ich habe per Falke die Kunde erhalten, dass du demnächst eintreffen wirst. Nun, hast du den Händler schon gefunden? Jupp, das habe ich. So will keine gute Nachricht mitgebracht. Nope, der wurde getötet. Na, verstehe. Nun danke für die Mühe. Es war ein Monatslohn. Wird ihn logischerweise nicht mehr brauchen. Du scheinst den Verlust ja schnell verkraftet zu haben. Sollte ich mich deiner Meinung nach lieber in den Staub werfen und rumheulen? Wir haben einen Frieden geschlossen. Ich hoffe nur, dass die Ausbrüche so bald wie möglich weiterziehen, damit andere die Hauptstraßen nicht weiter meiden müssen. Okay, ich mache mich auf den Weg. Farewell. Was hast du jetzt noch? Willst du mir nochmal zur Hand gehen? Wie würde ich mich wieder auf die Suche nach einem vermissten Händler begeben? Genau genommen, ja. Ich fürchte, sie hat ein ähnliches Schicksal ereilt, aber sollte es ihr wieder erwarten doch gut gehen, würde ich es gerne wissen. Soll ich mit der Suche beginnen? Bin mit deiner Suche in der Nähe der Oase. Du hast sicher schon von ihr gehört. Auf dem Weg dorthin wirst du sicherlich auf alle Arten Monster treffen. Ich befürchte, eines davon hat sie womöglich erwischt. Okay. Noch einer. Eieiei. Was ist denn? Wen haben wir denn? Hallihallo, wer bist du denn? Inside the temple of Majassa at this time. Okay, wann wird der Tempel wieder geöffnet? Could be days, could be years. Aha. There's plenty to see and do in Majelka. Scurry along. Okay, so Allianz mit Majassa. Es ist weg. The temple is closed. Leave. I don't want to see you here again. Okay, wahrhaft herzlicher Empfang. Vielen Dank. Danke. Wirklich sehr herzlich. Unusual. I don't know much about their customs, but it is the first time I've heard of their temple. Was it just me or was that speech? Das habe ich irgendwie gar nicht. If we're not able to get inside the temple and speak with Majassa, everything will be for naught. Yes. Ich habe jemanden kennengelernt, der uns vielleicht helfen kann. You have a plan. Maybe. I am not sure if we can trust this friend of yours, but I trust you. Zerik. Okay, danke. Zerik ist unser Boy, oder? Da bin ich mir relativ sicher. Jawohl, da ist es Zerik. I overheard your conversation with the cute brunette over there. I might have a mutually beneficial arrangement. Given how you have no real connections here, I do believe I'm your only option. Dass ihr das Leben gerettet, reicht ja also nicht. While I obviously appreciate it, I really need your help. Afterward, I'll owe you one. Okay, wenn du zwei Gefallen draus machst, können wir drüber reden. Deal! All right. I want you to help me take over the scale band. Was ist mit ihm jetzt los? Hä? Warum will er das denn machen? You've seen what they've been reduced to. They're nothing but common criminals nowadays. Okay. They were established to help people. But now all they do is prey on the citizens they were made to protect. They're corrupt. And I intend to fix that. Technisch scheint er aus, wenn sie sich zur Schrecke bringen. Das ist voll, nachdem du das Kommando übernommen hast. Rework of what the scale bane stand for. Cutting down on crime and establishing ourselves as an organization that will fight for the common people. After that, I'd like to remove the Nagasa from the equation. They've always taken advantage of their people, and I'll do my part to stop that. Okay. But that'll come later. After we give the populace a bit of hope. Das habe ich ihn doch gerade gefragt. They've been reduced to. They're corrupt. And I intend to fix that.
Okay. Scheint mir ein recht edles Ziel. I've established quite the reputation for myself here, and I should be able to insert myself into the role of guild leader with relative ease. Okay, aber es gibt einen Haken. But we have to dispose of the current guild leader first. Und dann hilfst du mir, in den Tempel zu gelangen. Absolutely. I've got to drop by the temple for a little errand as well, so this works out perfectly. Okay. And hey, if you're looking for a little detour before you dispose of the guild leader, let me know. I might have just the thing for you. Okay, gut, werde ich dir helfen. Fancy a little extra. Von mir aus. It pays well, and you'll also receive the warm, fuzzy feeling you get from helping out a friend. Okay, ich würde sicher, sonst muss ich mich noch übergeben. Now you're just trying to be mean. No matter. You'll just have to direct those feelings towards a new target instead. Because you're going to be working a bounty job for me. Okay, sag mir erst, wer die Zielperson ist. As I'm sure you've gathered. Some people around here like the Nagasa, and some hate them. There's one Nagasa in particular that tended to attract more ire than admirers. Okay. His name is Arjani, and he's a Ruby Nagasa that serves as a guard captain. Mm-hmm. Bring me his head, of course. I'll be around here when the job's done. Let me know if you have any questions. Okay, welchen Widerstand wird Arjani leisten? Ruby Nagasa. Arjani is a skilled close-range combatant. Okay. I don't know what he's using nowadays, but I've seen him use an axe to hack his enemies apart. Okay. He also has an innate talent for controlling fire, and I'd expect him to use it during your fight. Okay, weshalb soll er da nicht sterben? Even in the best of times, he was what some would consider cruel. As you know, the Temple of Majassa is locked up tight, and our friend wasn't invited. Mm-hmm. Now he's lashing out and killing people he deems as a threat to his life. I think whoever ordered the hit just wants the violence to stop. Okay, okay. Ja gut, okay, dann werde ich das so machen, ja. Dann werden wir das doch tun. Wenn der einfach hier rumgeht und irgendwelche Leute auseinandernimmt, dann werden wir den doch auseinandernehmen. Gehen wir als erstes mal hoch zur Oase. Interessiert mich. Hallihallo, wer bist du denn? Before we go any further, it will be best to introduce yourself to some of the powers within the city. Okay. Taking over the Scalebane is only one step. We'll need allies. Okay, erzähl mir mehr. First, there's the Merchant Guild. You were in Thetima before, and you likely ran into some of them. Melvin, ring a bell? They put a foothold in the bazaar and grow more influential by the day. Okay. Then there is the Circle of Fortune. Scholars and mages who have the ear of every noble in the city. Being able to grease the wheels of fortune makes you popular. They hardly leave their observatory, but introductions are easy. Okay. You will find both the bazaar and observatory nearby. Keep in mind, picking one ally is the same as shunning another. Okay. While you're allied with one, you won't be accepted into the other until you break those ties. Decisions, decisions, eh? Ja. Wir kommen an den Punkt, wo wir wählen dürfen. Nice. Sind wir der Zirkel des Schicksals oder die Händlergilde? Die Sterne bestimmen unser Schicksal oder Handel, Profit und Wachstum. Wenn du dich dem Zirkel des Schicksals anschließt, lassen Gegner mehr Gegenstände fallen und du kannst Prophezeiungen nachgehen, um noch mehr und bessere Gegenstände zu finden. Das hört sich sehr gut an. Wenn du dich der Händlergilde anschließt, kannst du Gegenstände auf dem Bazar oder direkt mit anderen Spielern handeln. Hört sich auch gut an, aber ich würde erstmal das Observatorium benutzen und würde sagen, wir hauen uns da rein. Das habe ich nämlich von Anfang an geplant. Erstmal da rein zu ballern, so ein bisschen Reputation bei denen zu sammeln, ein paar Sachen für uns abzugreifen. Und dann später hinaus, wenn unser Charakter schön strong ist, hinzugehen und zum Bazaar zu wechseln. What brings you to the observatory? Care to change your fortune with a prophecy from the stars? Don't tell me. I can see it now. Okay. Sarek asked you to meet with the Circle of Fortune, didn't he? Yes. I would love to say that it was foretold in the stars. But the truth is that I saw you speaking with him from one of the balconies. My name is Galila,
and it's my honor to offer any and all who have an interest in celestial divination to join us. The Circle of Fortune. Okay, was kann der Zirkel des Schicksals tun? Very open-ended question. I will have to restrain myself from telling you about the various fields of research we've pioneered and keep to the more practical applications. Okay. If you assist in our research, your reputation among us will grow. Then we will be able to afford you greater access to our discoveries. Mm-hmm. With our knowledge of the stars, one might gain prophecies and use their guidance to discover treasure where others would find naught. What do you say? Do you wish to have fate on your side? Ja. Wir wollen beitreten. Ja. Yes. Geil. Solange du Teil des Zuges des Schicksals bist, erhältst du Gunst durch das Töten von Gegnern oder das Abschließen von Quests. Gunst kannst du im Observatorium gegen Ruf eintauschen. Das ist sozusagen deine Erfahrung, die du im Namen der Fraktion gesammelt hast. Getötete Gegner und abgeschlossene Quests bringen dir ebenfalls eine geringfügige Menge Ruf ein. Okay. Je besser dein Ruf ist, desto höher kannst du in den Reihen des Zirkels des Schicksals aufsteigen und so mächtige Vorteile freischalten, mit denen du mehr und bessere Gegenstände finden kannst. Okay, was haben wir hier? Chance auf Gegner fallen gelassene Beute. Gegner haben eine Chance von 50%, doppelt so viele Gegenstände fallen zu lassen. Okay, I take it. Welche Waren des Zirkels ansehen? Oh, was hat... Oh, nö. Das ist doch ein Gamble. Das ist doch ein einziger Gamble. Übrigens kostet mich das Gunst, die ich nicht habe. Regionalsinne. Was ist denn das für ein Ding? Stiefel zu finden, Einhandechse zu finden. Was zum Geier. Okay, das wird noch deep. Das wird deep. Sehr deep. Gehen wir mal hier unten rum. Jetzt muss ich mich natürlich so ein bisschen umgucken, mit den Leuten ein bisschen schnacke. Was sagst du hier? Galia hat also noch jemanden aufgenommen. Willkommen. Schön zu sehen, dass das Observatorium neue Gesichter anzieht. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Braven. Ich bin ein alter Freund von Galia und bin bis hierher mit ihr gereist. Nicht so klug wie sie oder sonst jemand, aber ich gebe mir Mühe. Was machst du hier? Also, ich scheitere schon daran, dass ich gar nichts über Sterne weiß. Magie lesen? Schicksal? Zum Glück bin ich hier, aber mehr weiß ich über das Glück nicht. Aber ich kümmere mich um die Leute und sorge dafür, dass sie haben, was sie brauchen. Dass sie zu essen haben, zu trinken, all das Grundlegende. Aber ich bin kein Wissenschaftler. Aber Grundlagen sind notwendig. Klar, aber solche wie mich findet man überall. Damals in Vulkau konnte ich mehr davon tun. Ich hoffe einfach, dass es einen Beitrag leistet. Verstehst du? Die Arbeit bewegt etwas und du auch. Ich beobachte sie, weißt du? Man hat mir angeboten, an ihrer Forschung zu arbeiten. Hilfe, sagst du? Das wäre ein Anfang. Du wirst es schaffen. Ja, klar, natürlich wirst du es schaffen. So dumm kann doch keiner sein. Haha. Nee. Irgendwie, der gerade erst dazugekommen ist und gar keine Ahnung hat. Sag, heiß oder kalt? Heiß? Die Wärmestrahl steigt von einer Seele zur nächsten auf, lässt einen Schweißtropfen von der Haut abperlen, prickelnd auf der Haut. Schimmel, eine sanfte Brise, sentimentale Gefühle. Nacht oder Tag? Worum geht's hier? Das ist deine Antwort. Na schön, Nacht. In Dunkelheit gibt es Frieden, die Sterne scheinen hell, die gedämpften Strahlen bringen Hoffnung im unendlichen Abgrund. Die Zeit fühlt sich ewig angehalten an, obwohl sie weiter drängt. In der Nacht fühlen sich Dinge sanfter an, wenn auch schwieriger. Vielleicht fragen sie jetzt, wovon redest du? Aber wie die Sterne flüstert uns die ganze Welt Geheimnisse zu. Wir müssen nur zuhören. Was soll das heißen? Jedes Gefühl ist ein Hinweis auf die Welt um uns herum. Wir sollten auf die Sterne hören. Nicht nur stehen Prophezeiungen am Himmel. Wenn wir uns einstimmen, können wir die Geheimnisse des Ichs entdecken. Okay, ein Philosoph. I see. Ein kleines Philosophchen.